Ist was passiert? Nein, nein, nichts passiert. Du hast doch nicht den Wagen kaputt gefahren, oder? Ich sag doch, nichts passiert. Hast du nicht gehört? Fühlst du dich nicht wohl? Ich bin totenmüde. Was hast du für ein Problem? Gut, ich will ganz ehrlich sein, Howard. Ich habe mich entschieden, dass es besser ist, wenn ich nicht mehr herumreise. Nicht mehr reisen? Nein. Was denn dann? Eure Schwierigkeiten sind überwunden. Denkt dran, nur wer groß einsteigt, wird groß ernten. Verlang 15 an. Was dachtest du denn? Du, ich weiß nicht. Oh, nun fang nicht jeden Satz mit du an. Du ist was für Teenage. Ein Mann, der 15.000 Dollar will, fängt keinen Satz mit du an. Sei nicht so bescheiden. Du machst dich kleiner, als du bist. Tritt gleich mit einem Lacher auf. Sei nicht zu bedrückt. Reiß ein paar gute Witze, um die Stimmung anzuheizen. Es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern wie du sagst. Nur Persönlichkeit zählt im Geschäft. Oliver hat immer große Stücke von... Lässt du mich ausreden? Dad, hör auf, sie so anzuschreien. Ich war dran. Oder nicht? Es kann sein, ich mag nur nicht, wie du sie dauernd anschreist. Das darf ich doch wohl sagen, oder? Bist du im Haus? Oh, Willi, er hat nicht gemeint... Ergreif nicht dauernd seine Partei! Hör auf, sie anzuschreien. Siehst du die Decke, die ich da oben eingezogen habe? Ja, ein schönes Stück Arbeit. Das ist mein Stich. Ich hatte das. Nein, komm, das war gib, mein gib die Karten her, wenn du nicht mehr weißt, wie man Karten spielt. Das spielen, war mein Ass, verdammt nochmal. Hör auf damit. Nächstes Mal bringe ich ein Spiel mit 5 Assen. Deine Art zu spielen mache ich nicht mit. Du bist eine Pest, du sollst dich schämen. Oh, Willi. Das geht mir auf die Nerven. Ich sagte, da ist jemand draußen und das geht mir auf die Nerven. Na gut, na gut, na gut. Geh ins Badezimmer. Komm nicht raus. Es gibt ein Gesetz in diesem Staat. Also bleib erst mal drin. Vielleicht ist es der neue Zimmerkerl, ein ziemlich ekelhafter Kerl. Es ist ein Irrtum. Es brennt nicht. Dad. Ich habe dir etwas befohlen, dann tu es auch. Hör mich nicht an, du Lügner. Dafür wirst du dich entschuldigen. Ist was, Mr. Lohmann? Soll ich Ihnen helfen? Was? Linda, ich werde es schaffen. So bist du ganz der Alte, Willi. Nie in meinem Leben werde ich mich mehr hinter das Steuerrad setzen. Ja, es wird alles anders, Willi. Alles anders. Du sagst es. Und tu nicht zu viel heute. Und du gib Acht auf dich. Nun komm schon, mach mir was zum Abschied. Auf Wiedersehen.